Zwei Armeen treffen auf der Seidenstraße nahe der chinesischen Grenze aufeinander. Als die Hunnen kurz davor waren, den Feind zu vernichten, trifft eine Abteilung von Seidenstraßenwächtern unter dem Kommando von Hauptmann Huang ein. Er bittet beide Armeen, kein Blut zu vergießen. Messias Huang wird herbeigerufen, um die Stämme zu versöhnen und den Bedürftigen zu helfen. Cold Moon ist unglücklich darüber, dass sie daran gehindert werden, da die Hunnen fast besiegt sind, und beschließt, ihn zu bestrafen. Er war in der Lage, sich gegen eine Kriegerin zu wehren, ohne auch nur ein Schwert zu benutzen. Nach einem langen Kampf gelang es Yuan, Cold Moon zu entwaffnen. Danach kehrte er zu seiner Frau Xiuqing zurück. Der Krieger erfreute seine Frau mit der Nachricht, dass er seinen gesamten Lohn für seine verwundeten Brüder gegeben hatte. Xiuqing ist ebenso friedliebend wie ihr Mann und befürwortet die Gleichheit zwischen allen Stämmen. Er erfährt, dass in der Nähe der Grenze Totennomaden und 4 Kisten mit Goldmünzen gefunden wurden. Die Zeugennehmigung trug Yuans Unterschrift. Der Kapitän und seine Männer wurden wegen Schmuggels verhaftet. Zur Strafe wurden sie zum Wildganstor geschickt, um die zerstörte Festung wieder aufzubauen. Die Gefangenen wurden in die berühmte Festungsstadt geführt, wo Sklavenarbeiter aus verschiedenen Stämmen arbeiteten. Der Kran konnte das Gewicht der riesigen Steine nicht tragen und das Bauwerk stürzte ein. Yuan gelang es, ein paar Menschenleben zu retten. Doch dann brach ein Streit zwischen den Arbeitern der verschiedenen Stämme aus, die sich gegenseitig die Schuld an dem Vorfall gaben. Yuan tat sein Bestes, um sie zu beruhigen. Und dann traf eine römische Legion unter dem Kommando von General Lucius am Gänsetor ein. Die Römer glauben, dass sie die Stadt ohne Probleme einnehmen und sich mit Nachschub versorgen können. Mit der Legion reist ein blinder Junge, um den sich Lucius liebevoll kümmert. Die Chinesen schlagen einen Gong und bereiten sich darauf vor, den Angriff abzuwehren. Huang reitet den Römern zu Pferd entgegen. Er wollte nicht kämpfen, aber er wurde gezwungen, gegen den General zu kämpfen. Er hat ein elastisches Seil an seinem Schwert befestigt, das die Reichweite seiner kalten Waffe erhöht. Während des Kampfes bemerkte er, dass die Legionäre erschöpft waren und langsam zu Boden fielen. Ein Sandsturm zog auf und der blinde Junge verlor das Bewusstsein. Er schlug dem Fremden vor, anzuhalten, er sei bereit, ihnen Unterschlupf zu gewähren. Luzi stimmte zu, aber nur unter der Bedingung, dass seine Männer zu essen bekamen. Ein örtlicher Arzt heilte den Jungen mit Akupunktur. In der Nacht sagte Luzi, er wolle sich an jemandem rächen. Yuan bot seine Hilfe an, aber Luzi lehnte ab. Die Legion würde morgen ohnehin die Stadt verlassen. In diesem Moment stürmte der Bauinspektor herein. Der Präfekt verlangte, dass die Arbeiten innerhalb von 15 Tagen abgeschlossen sein müssten, sonst würden alle hingerichtet werden. In diesem Moment erklärte sich Liu Zi bereit, den Chinesen zu helfen. Vor allem die Römer kannten eine Bauweise, bei der man keine großen Steine schleppen musste. Sie würden einfach Schotter verwenden. Im Gegenzug würden die Chinesen einige Legionäre in das parthische Reich eskortieren. Die Römer erwiesen sich als hervorragende Architekten. Die Chinesen beherrschten eine fortschrittliche Technologie und hochentwickelte Maschinen. Sie beschlossen, ihre kriegerische Choreografie zu demonstrieren. Die Römer zeigten auch, wozu ihre Krieger fähig waren. Alle Legionäre agieren harmonisch, wie ein einziger Mechanismus. Es wurde beschlossen, 2 Zweikämpfe zwischen Soldaten aus so unterschiedlichen Armeen auszutragen. Im ersten Duell siegte ein erfahrener chinesischer Krieger mit einem Stock. Und im zweiten Kampf gewann ein römischer Legionär. Nach dem Training kehrten alle zu den Bauarbeiten zurück. Es stellte sich heraus, dass es unmöglich war, in so kurzer Zeit eine riesige Festung zu errichten. Schließlich erzählte Lucius, was ihn hierher geführt hatte. Er diente früher dem Konsul Crasso. Dieser hatte ein Bündnis mit den Parthern geschlossen und wollte die Macht an seinen jüngsten Sohn Publius übergeben, weil sein ältester Sohn Tiberius ein böser Verräter war. Der Unglückliche ließ seinen jüngeren Bruder erblinden und tötete dann seinen Vater. Lucius musste mit dem Kind und seinen Soldaten fliehen. Er wird sich mit den Parthern treffen, um sie über die bösen Absichten des Tiberius zu informieren. Yuan erzählt ihnen, dass er ein Waisenkind ist und seine Eltern von ihren Feinden getötet wurden. Von dem Boten haben sie erfahren, dass Tiberius mit einem Heer von 100.000 Mann hierher kommt. Und das ist eine Gefahr für die Seidenstraße und ganz China. Huang erkannte, dass dies ihr gemeinsames Problem war und ging in die Stadt, um Verstärkung anzufordern. Huang kam gerade noch rechtzeitig, denn Xiuqing wurde gerade als Frau eines Verräters zur Hinrichtung geführt. Er verprügelte die Soldaten und beschützte seine Frau und Cold Moon kam ihm zu Hilfe. Sie verbarrikadierten sich alle im Haus. Yuan fand eine Rolle Seidentuch und benutzte sie, um vom ersten Stock herunterzukommen. Es gab noch weitere Hunnen, die sich in der Stadt versteckten.
Die bewaffneten Männer töteten die Chinesen einen nach dem anderen. Huang trug seine Frau und sein Kind in Sicherheit. Danach gelang es den Flüchtigen, mit Hilfe von Feuer zu entkommen. In der Zwischenzeit wurde Lucius in die Festung gerufen, um die Ankunft der Verstärkung zu sehen. Doch es war eine Falle. Der militärische Befehlshaber unterbrach die Legionäre und befahl die Gefangennahme des Generals. Der General wurde vor Tiberius gebracht und in Ketten gelegt. Der Schurke gestand, dass er ihn und den Jungen absichtlich hatte entkommen lassen. So hatte er einen Vorwand, ein großes Heer aufzustellen. Diesen Plan hatte er mit Yinpo, dem Mann von Huang, ausgeheckt, und er war es, der ihm das Siegel des Befehlshabers gab. Tiberius will die gesamte Seidenstraße erobern. Luzi bat darum, das Kind zu verschonen, aber er war grausam und wollte nicht auf ihn hören. Tiberius bot Lucius an, sich ein letztes Mal auf seine Seite zu stellen, doch dieser spuckte seinem Feind nur ins Gesicht. Tiberius brachte alle 36 Stämme dazu, sich dem Römischen Reich zu beugen, und gab ihnen dafür Gold. Es blieb nur noch, die Entscheidung des Volkes in der wieder aufgebauten Festung abzuwarten. Dabei stellte Tiberius verbindliche Bedingungen. Er forderte den Kopf von Huang. Alle um ihn herum begannen, den Hauptmann der Wache zur Kapitulation zu zwingen. Er ist bereit, sein Schicksal zu akzeptieren, und wird zu Tiberius gebracht. Yinpo traf mit seiner 10.000 Mann starken Armee im Haus des Generals ein. Gemäß der Vereinbarung sollte er den Posten eines Präfekten erhalten. In der Zwischenzeit rissen die Gefangenen in einer Verschwörung einen riesigen Käfig aus dem Boden, warfen ihn auf die Seite, und das Bauwerk stürzte ein. In diesem Moment gab einer der Chinesen das Signal. Und die Krieger, die sich weigerten, Tiberius zu gehorchen, provozierten den Beginn einer Schlacht zwischen den beiden Armeen. Yinpo erklärte, er wolle diese Schlacht nicht. Tiberius versuchte, die beiden Anführer gegeneinander auszuspielen und bot ihnen an, um das Amt des Präfekten zu kämpfen. Doch sie griffen den römischen Befehlshaber an. Der Schurke massakrierte erst den Rivalen Yinpo und dann den Verräter selbstständig Huan fand den gefolterten Lucius, dem Tiberius mit einem Schwert die Augen ausgestochen hatte. Feindliche Soldaten übergossen sie mit Benzin, und sie wurden durch Feuer herausgeschnitten. Yuan musste Lucius mit einer Armbrust erledigen, um ihn vor einem qualvollen Tod zu bewahren. Tiberi schickte einen Trupp in die Stadt, um sich um Lucius verbliebene Soldaten zu kümmern. Sie begannen, die Feinde mit Steinen und gesunden Felsbrocken zu bewerfen. Selbst in dieser Situation konnte Yuan keinen einzigen Mann erschlagen, wurde aber selbst von einem Speer in den Bauch getroffen. Ihr Trupp war von allen Seiten von Verstärkung umgeben. Mit ihren Schilden als Kufen und Panzerung gelang es den Soldaten von Lucius, deren Verteidigung zu durchbrechen. So gelang es ihnen, aus der Stadt zu gelangen. Doch draußen stand die gesamte 100.000 Mann starke Armee des Tiberius. Doch dann erschienen Hunderte von Falken am Himmel und griffen seine Soldaten an. Und am Horizont sah er die Armeen aller Nomadenstämme, die beschlossen, sich zu vereinen und den römischen Eindringling doch noch zu bekämpfen. Zehntausende von Reitern stürzten sich von allen Seiten auf die feindliche Armee. Die Stämme haben ihre eigenen Taktiken und Waffen, und es ist nicht leicht für sie, sich auf jede Armee einzustellen. Doch die große Kampferfahrung und die Ausbildung der römischen Soldaten halfen ihnen, das Blatt zu wenden. Viele der Nomaden starben. Es schien, als sei die Schlacht verloren, doch dann kamen Parther auf das Schlachtfeld. Bei ihnen war ein Mann namens Lucius, der von den Gräueltaten des Tiberius erzählte. Die Königin fragte den Feldherrn, was er sich dabei gedacht habe, als er seinen Vater und seinen Bruder tötete. Der Hauptmann bat Tiberius, ihm sein Schwert zu geben, aber er erstach den alten Mann. Er gestand alles und forderte jeden Krieger zu einem Zweikampf heraus. Keiner der Römer nahm die Herausforderung an, nur der tapfere Yuan stellte sich ihr. Yuan macht sich auf, um seinen Freund Lucius zu rächen. Tiberius ist ein ausgezeichneter Schwertkämpfer, aber der Hauptmann kann sich kaum auf den Beinen halten, sein ganzer Körper ist verwundet und es wird immer schwieriger, sich zu verteidigen. Tiberius' kräftiger Fuß stößt Huang in den Sand und er kann nicht mehr aufstehen. Seine letzte Hoffnung war sein Dolch, aber Tiberi fing ihn ab und stieß ihn in Huangs Körper. Der Schurke zog sein Schwert, um den tapferen Krieger vor aller Augen zu enthaupten. Doch in diesem Moment brach er ihm den Arm und schnitt ihm die Kehle durch. Auch Tiberius gab nicht sofort auf und stieß den Dolch erneut in den Körper von Huang, der jedoch bald verblutete. Der Kaiser von China erlaubte den Römern, eine Stadt an der Seidenstraße zu errichten und erlaubte allen überlebenden Gefangenen, die in der Festung arbeiteten, sich Huangs Wache anzuschließen. Wenn ihr mehr Videos wie dieses sehen wollt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ihm zu gefallen. Bis bald!